Hallo liebe Gamerinnen und Gamer, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Let's Play zu dem neuen Call of Duty Modern Warfare 3. In der letzten Mission haben wir ja den russischen Flugsicherheitsagenten Andrei Harkov gespielt und mussten den russischen Präsidenten auf seinem Flug nach Hamburg, Germany beschützen. Jetzt kommt Mission Nummer 5 und ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür Ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich's. Wir können über den Fluss näher rankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferung verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle ab. Die sind bestimmt überall. Makarov würde nichts ungesichert verschicken, wenn es nicht irgendeinem Zweck dienen würde. Und die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen wird. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir es auch. So, in dieser fünften Mission spielen wir wieder den Express Nas Juri und müssen in Sierra Leone, Afrika, eine Lieferung von Makarov, den wir in der letzten Mission schon kennengelernt haben, nach Europa finden. So, jetzt tauchen wir aus dem Wasser hinauf. Die Fabrik ist nicht weit weg. Da ist auch wieder der Soldat Price. Und leise vorgehen, los. Und daneben befindet sich Soap, der wohl wieder völlig gesund ist. Soap, versuch diesmal nicht zu sterben. Genau, versuch diesmal nicht zu sterben. Wieder aufgetaucht, 5. Oktober, 18.27 Uhr und 40 Sekunden. Juri, Sonderkommando 141, verleugnet Sierra Leone, Afrika. Dann ducken wir uns mal mit C. Und da sieht man auch schon den ersten Gegner auf uns zukommen. Wow. So rammt ihm mal eben ein Messer in die Kehle. Nicht schlecht. Dann stehen wir mal wieder auf. Und klettern eben hier rauf mit der Leertaste. Dann geht's weiter hinter Price her. Zwei Feinde, 11 Uhr. Ausschalten. Das sind zwei Feinde. Dann werden wir die mal schnell eliminieren. Eins. Dann ist der zweite da. Zwei. Oh, eine Hyäne. Cool gemacht. Sehr lustig, muss ich sagen. Dann geht's raus aus der Tür. Enterprise und Soap her. Da sind schon die nächsten Milizen. Die müssen wir natürlich auch eliminieren. Und zwei. Drei, vier, fünf. Dann gehe ich schon wieder weiter. Wieder Enterprise her. Da kommen auch schon wieder die nächsten Milizen auf Fahrzeugen. Tut nichts Dummes, Leute. Okay, bereit machen. Vorwärts. Und weiter geht's. Runter, runter von der Straße. Runter, schnell. Steuerung haben wir uns dann hingelegt. Riechen wir ein bisschen. Da kommen schon wieder die nächsten Milizen an uns vorbeigerauscht. Fahrzeugen. Und auch zu Fuß. Und im Hintergrund hört man irgendwelche Musik. Also sehr realistisch wieder gemacht. Geht's hier in so eine Hütte hinein. Sekunde. Sekunde. Also wie ihr auch schon sehen könnt, überall sind Milizen bzw. Gegner. Sicher. Jetzt geht es weiter. Noch zwei auf der Brücke. Zwei auf der Brücke. Warten, bis der Truck vorbei ist. Und der Truck ist weg. Jetzt.
unterhalten und Headshot. Oh, Price und Soap holen wir eben schnell die Leichen von der Brücke runter, damit wir nicht entdeckt werden. Noch so hoch. Und wieder Messer in die Nacken gerammt. Sehr, sehr cool. Ich sehe die Fabrik, die Straße runter. Da hinten scheint wohl irgendwo die Fabrik zu sein. Okay, wir müssen dort die Treppe hinauf aufs Dach, um den beiden Deckung zu geben. Oh, da ist auch wieder eine Milize, die schläft. Mit E. Halt eben einmal den Mund zu und dann ein Messer in die Gele. Sehr, sehr cool. Keine mit unserem Scharfschützengewehr. Den ersten. Müssen wir natürlich auch eliminieren. 1, 2. 3, 4. Patrouille auf der Straße. Schnell erledigen. Oder hinten scheint noch gut zu sein. Jo, 1, 2. Na. Na. Jetzt aber. 3. Sehr komisch, ich habe an sich auf ihn gezielt, warum ich ihn jetzt nicht getroffen habe, weiß ich selber nicht. Sicher, sicher? Hier ist kein Schwein. Nikolai, die Fabrik ist eine Sackgasse. Makarov ist nicht da. Er muss sich ins Militärhauptquartier in der Stadt Mitte begeben haben. Und dann gehen wir jetzt dahin. Die Ladung scheint wohl nicht dort in der Fabrik zu sein. Wir wurden entdeckt. Wir müssen wohl in Stadt Mitte. Oh, da müssen die ersten Milizen wieder. Die wir natürlich eliminieren müssen. Und Untersprung vom Haus. Jetzt habe ich eine AK-47 mit Schalldämpfer. Oh, da kommt schon die nächste Miliz. Ja, ich komme ja schon. Ich würde empfehlen, auch hier die Treppe hinauf zu gehen. Da habt ihr einen besseren Überblick über das Ganze. Aber aufpassen, da sind auch schon wieder die ersten Milizen. Wir müssen erstmal eine Granate werfen. Oh, oben am Dach ist auch einer. Ich versuche runterzuspringen, aber nicht geschafft. Na, du kannst nicht abhauen. Wie ihr sehen könnt, die ganzen Gebäude typisch Afrika, wie man sich das alles vorstellt, so selbstgebaute Hütten und so. Aber Preis? Nein, das krieg ich auch noch. Das andere Gebäude. Springen rüber mit der Leertasse. Eliminieren mal die Milizen von hier oben. Ah, dann läuft er. So. Gehen wir mal den Treppen hinauf. Ja, das denke ich mir auch, dass sie wissen, dass wir hier sind. Fahrzeug mit Milizen. Jetzt darf ich wohl das Kaliber 50 um auf dem Wagen benutzen. Wir benutzen jetzt mal F. Ich mache natürlich eben den Gegner runter. Wow, cool, cool, muss ich sagen. Das macht Laune. Wie sollte es auch sein, die Gegner kommen von allen Seiten. Die verstecken sich auch in Häusern. Also das macht Laune. Da kommt noch ein Wagen. Noch einer.
Na. Natürlich auch. Na. Wow. Mörser. Uey. Das war eben eine Mörsergranate getroffen. Oh, da kommen wir auf den nächsten Milizen. Laufen wir mal hinter Soap her. Oh, gerade unter Mörserbeschuss. Was war das denn? Ich war eben mit dem Arm mitgenommen, den Gegner. Da ist, brauchen wir ihn wieder. Oh, dann jetzt. Oh, hat gestört. Ja. Einfach weiterlaufen. Na. Jetzt auch. Wieder die nächsten Milizen. Hinauf. Wir dürfen wohl den Mörser hier oben benutzen. Benutzen wir mit F. Ziehen natürlich mit Maus und feuern linke Maustaste. Jetzt kommen schon die nächsten. Ja, ich schieße. Na. Jetzt aber. Wir müssen zur Kirche, uns läuft die Zeit davon. Jetzt müssen wir zur Kirche. Hier durch. Komm, Price. So, öffnet mal eben das Gitter hier an diesem Abflussrohr. Und dann kriechen wir mal hier durch. Nikolai, nähern uns der Kirche. Ist die Fahrt auch wirklich dort? Im Hintergrund hört man einen Hund bellen. Und wie sollte es sein, wir kommen aus dem Abflussrohr hinaus und da sind auch schon die nächsten Gegner. Also wieder keine Sekunde Ruhe. Das tun wir uns mal langsam nach vorne. Oh, das Gebäude sieht ähnlich aus wie das Gebäude im Modern Warfare 1 in Russland, beziehungsweise das Multiplayer, wo man auch oben aufs Dach gehen kann. Ich würde sagen, das ähnelt schon sehr. Finde ich aber nicht schlimm. Sieht sehr cool aus. Na. So, jetzt geh aus dem Weg. Deckung. Oh, Moment, da sind auch wieder die nächsten. Da ist eine Granate werfen. Und die letzten Gegner hinterm Auto eliminieren. Price.
einem verbrannten Haus. Ah, links ist schon die Kirche. Da hören wir auch schon den Hubschrauber, den gegnerischen, der die Fracht abholen möchte. Ich weiß nicht, was machen. Nein. Um uns wieder einen Überblick zu verschaffen. Oh, da steht einer. Und wird wieder von allen Seiten auf uns geschossen. Jetzt habe ich. Ich bin doch schon auf dem Weg. So, über die Balkone eben hechten. Dann herunterspringen. Das ist schon eine Kirche. Oh, da kommt schon die ersten und ein Hund sogar. Gegner auf uns zu. F wieder den Vorstoß. Oh, kommt auch schon den Kopf zu, weiß ich den Arm. Ich bin nur mit der Pistole. Die liegt ja abgelassen. Und auch. Sehr, sehr. Oh. Die Ladung ist weg. Da ist jetzt wohl auf dem Weg nach Europa. So, das war die fünfte Mission bei Call of Duty Modern Warfare 3. Ich hoffe, mein Let's Play hat euch wieder gefallen. In den nächsten Tagen folgen natürlich die nächsten Missionen. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.